Hallo Steffi. Hallo Elena. Kannst du bitte sagen, konntest du schon Klavier spielen, bevor du zu meinem Unterricht kamst? Klavier spielen ist, glaube ich, ein bisschen viel gesagt. Ich habe es mir selber versucht beizubringen. Nein, meine beiden Brüder hatten Klavierunterricht bekommen, als sie, wie waren denn die damals, 12 und 20, glaube ich. Und ich fand das total toll, aber das war so die Zeit, wo ich 18 war und irgendwie doch nicht so richtig Lust hatte, Klavierunterricht zu nehmen und dachte, ach, das kann ich mir selber beibringen. Und dann habe ich versucht, mir das selber beizubringen und das war irgendwann so frustrierend, dass ich aufgehört habe. Aha, und auf welche Probleme bist du beim selbstständigen Lernen gestoßen? Na, letztendlich, man hat ja gar nicht so den richtigen Zugang zu, man hat vielleicht so Musikunterricht in der Schule gehabt, man kann, wenn es hochkommt, Noten lesen, aber so diese Verbindung zwischen Kopf und Fingern fehlt halt total. Das ist halt das, was man sich ja dann irgendwie selber beibringen muss. Und dementsprechend habe ich dann jedenfalls immer so versucht, von Note zu Note mich weiterzuhangeln. Ah, okay, das ist die Note, das ist die Taste. Das klappt dann, glaube ich, auch zu einem gewissen Grad, aber es ist halt, wenn es halt schwieriger wird, dann halt sehr frustrierend, ja, weil es halt nicht so gut klappt, wie man sich das vorstellt. Ja, und dann auf welche Entscheidungen hast du getroffen, um Klavierspielen zu erlernen? Also ich fand das schon immer sehr beneidenswert, wenn jemand toll Klavier spielen konnte und irgendwie wollte ich schon immer ein Musikinstrument lernen, aber als Kind hat das irgendwie nicht so richtig geklappt zu lernen und genau, dann habe mein Sohn angefangen Klavier zu lernen und dann dachte ich, warum er, aber ich nicht und dann habe ich einfach mit angefangen. Oh, wunderbar. Okay, und auf welchen Nutzen hast du aus dem Lernen mit mir gewonnen? Genau, also die Probleme, die man beim Selbstlernen hatte, die werden hier halt dann gelöst sozusagen. Also da, wo man an den Stellen, wo man nicht weiterkommt, kriegt man dann einen ganz anderen Zugang, in dem einem Übungen gezeigt werden, wie man zum Beispiel die Finger anders oder besser bewegt, wie man die Noten besser lesen kann, indem man nicht Note für Note liest, sondern einfach Melodien erkennt oder wiederkehrende Stücken oder also der Zugang ist ein ganz anderer. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie, wenn man sich das Lesen, glaube ich, selber beibringt. Man kann das natürlich Buchstabe für Buchstabe machen, aber letztendlich muss man ja irgendwann das Wort erkennen bzw. den Satz und dann geht es viel besser. Okay. Na, bist du eigentlich glücklich, dass du bei mir bist? Sehr glücklich. Ich mag den Unterricht sehr. Der hat mir sehr viel geholfen und bringt mir auch sehr viel. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Oh, danke schön. Vielen Dank, Steffi. Bitte.